Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In letzter Zeit wurde mal gefragt, ob ich so eine Art Rollenguide machen kann, das heißt so DPS, Tanks und Supporter. Ich dachte mal, ich packe das in ein Video und mache das mal direkt. Ich finde es nämlich ziemlich wichtig, sich da mal einen Überblick zu verschaffen, vor allem als neuerer Spieler. Ihr könnt auch das Video auch gerne gucken, wenn ihr auch schon ein bisschen erfahrener seid. Vielleicht gibt es auch einen oder anderen Punkt dabei, aber es ist eher so für Low-Rank-Spieler gedacht oder für neuere Spieler gedacht. Also wie gesagt, das Video dient dazu, mal so zu verstehen, was die Rollen eigentlich machen sollen. Also es ist ja irgendwo liegt auf der Hand, klar, Tanks beschützen, DPS machen Schaden, dies, das, aber es gibt da noch ein bisschen mehr dahinter und das wissen vielleicht nicht alle und das ist ganz mal wichtig, das anzusprechen. Ja, und deshalb starten wir direkt mal mit den Tanks rein. Da ist es ja klar, die Tanks sollen auch die Teammates beschützen. Das heißt, ein Reinhardt soll seine Teammates schilden, eine Zarya kann den Teammates Bubbles geben und so weiter und so fort. Eine Diva kann die Matrix auf die Teammates benutzen. Aber ein sehr wichtiger Punkt als Tankspieler, macht das bitte wirklich, wenn ihr Tank spielt. Geht rein quasi, also ihr müsst Raum schaffen, ihr müsst einfach ein bisschen Druck für die Gegner ausüben. Ihr seid diejenigen, die meisten Leben haben, ihr müsst einfach in der vordersten Front stehen und reingehen. Das können die Supports nicht machen, das können die DPS nicht machen. Ihr müsst diejenigen sein, die das Team führen, also die Tanks sollen das Team führen. Und am besten halt auch Raum erschaffen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr einfach vollkommen wahllos da irgendwie reingehen sollt, aber halt aufpasst, dass euer Team schon dabei ist, aber auf jeden Fall nicht nur passiv rumstehen. Also klar gibt es manchmal schwierige Situationen, wo das Team euch nicht hilft, aber ihr müsst auf jeden Fall versuchen, als Tank zu pushen. Und das habe ich auch eben so ein bisschen angekratzt. Als Tank müsst ihr das Team leiten. Das heißt, als Reinhardt-Spieler solltet ihr vorgeben, klar, euer Team kann euch ein bisschen Tipps geben, so, yo, lass mal da entlang gehen, lass mal dort entlang gehen, aber ihr als Reinhardt-Spieler habt eigentlich das Kommando. Das heißt, ihr könnt sagen, yo, jetzt geht mal alle nach links mit mir, folgt mir mal alle. So sollte es sein. Die müssen alle hinter euch herkommen. Und als Tankspieler muss man nun mal, ist ein bisschen eine undankbare Rolle, aber auch ein bisschen auf das eigene Wohl, sag ich mal, verzichten. Also da muss man jetzt nicht komplett auf, yo, ich bin Reinhardt, ich mach alles hier weg, ich säbel die Gegner um und so. Das ist meistens nicht so wichtig. Also ihr könnt auch einfach, manchmal ist es wichtig, einfach fürs Team da zu sein, einfach mal kurz das Schild oben zu halten, mal damit die Gegner, damit eure DPS mal die Kills machen können und so weiter und so fort. Halt mal, wenn euer McCree ulten möchte, dann halt auch mal das Schild oben halten, auch wenn ihr dann keine Kills kriegt, aber ihr wart trotzdem genauso daran beteiligt eigentlich, wie der McCree. Also achtet als Tankspieler auf jeden Fall auf das Wohl von anderen Teammates. Um direkt mal eine Überleitung zu den DPS-Spielern zu schließen. Ihr müsst mit den Tanks genauso wie mit den DPS zusammen einen Push koordinieren. Das kann beides sein. Es können zwei Tanks sein. Ich nehme da lieben gerne als Beispiel die Dive-Comp immer wieder. Sagen wir mal, ihr habt Winston und Diva im Team. Da bringt es nichts, wenn der eine reinpusht, dann stirbt der und der andere gar nicht. Erst 5 Sekunden später so, stirbt er auch so. Da muss man zusammen reinpushen. Und um das halt mit den DPS zu verbinden, ihr könnt auch direkt einen Dive Genji dabei haben oder so, der kann dann direkt mit euch pushen. Da ist es wichtig, den Push zusammen zu koordinieren. Das ist dann halt auch an sich so die Aufgabe der DPS. Sie sollen die Tanks in einer gewissen Weise supporten. Also, jetzt als Beispiel, ich habe ja gesagt, als Reinhardt ist, ihr solltet nicht zu passiv spielen. Und das ist natürlich dann halt, das ist gut, wenn man dann solche DPS hat, die euch mithelfen. Das heißt, wenn euer Schild die ganze Zeit bombardiert wird von Hansus und Junkrat und ihr nicht wirklich vorankommt, weil euer Schild da direkt kaputt ist, ihr kriegt richtig viel Schaden, dann braucht ihr halt auch solche DPS, die die gegnerischen Schilde und alles und so weiter, die Tanks einfach ultra zerstören. Tanks alleine kommen ja auch nicht weit, sie brauchen die DPS. Die DPS sollen den Schutz nutzen, die Tanks bieten, aber dann auch natürlich was zurückgeben, dass die Tanks dann ihren Season-Raum schaffen können, von dem ich eben erzählt habe. Deswegen auf jeden Fall auch als DPS-Spieler Druck in Form von Schaden ausüben. Ja, man kann deswegen mit den Tanks mitpushen. Was man auch machen kann, man kann auch flanken. Das ist auch schön, wenn man da vielleicht das Feuer auf eine andere Seite lenken kann, also ein bisschen die Aufmerksamkeit verschieben. Und ganz wichtig noch, als manche DPS müsst ihr auch auf eure Supports aufpassen. Das heißt, McCree ist super darin, auf eure Supports aufzupassen, beziehungsweise einen anderen DPS, anderen Teammate, weil ihr einen Flashbang hat. Das heißt, wenn irgendjemand angerannt kommt, könnt ihr den direkt stunnen und dann ja sofort töten. Also darauf auf jeden Fall aufpassen. So, und kommen wir dann mal zu den Supports. Die, klar, müssen das Team heilen. Eine Sache, die dafür sehr wichtig ist, versucht so lange wie möglich zu überleben. Ihr seht ja, ich spiele hier Mercy so. Mercy ist ein Held, der kann, während er angegriffen wird, halt immer noch heilen. Es können natürlich auch andere Supports, aber zum Beispiel eine Ana, die müsste sich eher wehren. Eine Mercy muss sich halt nicht wehren, sie kann halt immer wegfliegen, versuchen in Sicherheit zu gehen. So, indem ihr ziemlich lange überlebt, brauchen die Gegner erstmal richtig viel Zeit, um euch zu töten und Ressourcen auch, um euch zu töten. Das heißt, in einer gewissen Weise, wenn euch die ganze Zeit eine Tracer verfolgt und euch nicht töten kann, ist es in einer gewissen Weise 6 gegen 5 für euch, weil die Tracer einfach quasi aus dem Kampf rausgenommen wird. Und ihr müsst halt, ja, wenn ihr lange überlebt, könnt ihr eure Teammates halt noch lange am Leben halten.
Das ist halt das Gute. In der Zwischenzeit, in der ihr dann halt die ganze Zeit angegriffen werdet und überlebt, stirbt meistens dann schon das Gegnerteam. Und auch wenn ihr vielleicht am Ende dann noch mal sterben solltet, habt ihr es dann meistens in der Hand. Also den gewonnenen Kampf. Das heißt auch, dass ihr in einer gewissen Weise die anderen Leute ablenkt. Ihr zieht so als Support automatisch das Feuer auf sich, kann man nichts gegen machen. Aber deswegen versucht am besten euch auch als Support vielleicht mal gegenseitig zu heilen, muss man manchmal machen. Auch wenn ihr dann das andere Team ein bisschen im Stich lasst, aber ja, besser ihr überlebt beide als gar nicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen so verstanden, was ich meinte. Es ist auch wichtig als Support miteinander, bisschen mit der Ult-Charge-Kommunikation, ja, da eine gute Herangehensweise zu haben, da ihr mit dem Heilen noch nach dem Kampf nochmal viel Ult-Charge euch holen könnt. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr seht, euer zweiter Support hat schon, ja, die Ult fertig, ihr noch nicht, ihr braucht noch ein Stückchen und ein paar Tanks haben halt noch nicht, also die beiden Tanks haben halt noch relativ Hälfte Leben, sagen wir mal so. Dann könnt ihr sagen, ja, lass mich heilen, das ist am Ende vom Kampf, dann gönne ich mir noch den Ult-Charge, so. Oder ihr könnt auch euren Teammates sagen, holt euch bitte keine Health-Packs, wir Supports, wir brauchen ein bisschen Ult-Charge, wir heilen das ist auch ganz wichtig. Und ihr habt als Support natürlich auch andere Fähigkeiten, die supporten können, das heißt, eine Ana kann die gegnerische Heilung verhindern, die vielleicht einschläfern und so weiter und so fort. Oder der Zenyatta kann die Discorden, die Gegner, das ist sehr wichtig, auch zu kommunizieren. Ihr müsst halt sagen, welcher Gegner halt irgendwie geschwächt ist, in welcher Hinsicht, damit das Team sich darauf fokussieren kann. Das ist beim Tank ein Stück weit auch so, ein bisschen die Kommunikation beizubehalten, welche Fähigkeiten man halt gut genutzt hat. Oder zum Beispiel, ja, ich habe gleich als Sarah eine Bubble, ich kann dich gleich beschützen, wenn du reingehst. So, das ist ganz wichtig. Ja, und ich denke mal, damit habe ich das Thema ganz schön abgerundet. Ich hoffe mal, ich habe deine Frage beantwortet. Und natürlich ist dann noch ganz wichtig, eine richtige Teamkomposition da zusammenzustellen, sonst bringen die Tipps ja nicht so viel. Deswegen könnte ich auch gerne das Video, was hier in der Endcard verlinkt ist, nochmal anschauen zu dem Teamkomposition, wie man eine richtige Teamkomposition zusammenstellt. Aber ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und geholfen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, auch eine positive Bewertung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!